So, jetzt geht's gleich los. Der Gewerkschaftstag wird gleich eröffnet. Noch Ruhe vor dem Sturm. Aber dann alles unter dem Motto Zeit für Zukunft. Und da tun wir uns dann für die nächsten 5 Tage zusammenhocken und den Plan für die nächsten 4 Jahre ausarbeiten. Was haben wir uns vorgenommen? Was wollen wir machen? Was wollen wir erreichen? Darum geht's. So läuft das. Zum Glück machen das nicht Christoph und ich. Wir dürfen zugucken. Das machen über 400 gewählte Delegierte. Die sind heute hier nach Frankfurt gereist und werden dann demokratisch über das Programm der IG Metall für die nächsten 4 Jahre abstimmen. Genau, und zur Eröffnung, da haben wir noch ein bisschen politische Prominenz da, muss man sagen. Da schauen wir gleich mal rein. Der Robert Habeck ist da, also unser Bundeswirtschaftsminister. Und dann haben wir vom DGB die Jasmin Fahimi noch da, ja, die Vorsitzende. Und die werden uns sicherlich auch ein bisschen was mit auf den Weg nehmen. Genau, können. Sind schon gespannt, was die uns so zu sagen haben, was die uns mitgeben. Aber vorher, Christoph, wollen wir uns noch einmal an den Eingang stellen und einmal ein paar Delegierte abfangen und hören, was die so erwarten vom Gewerkschaftstag. Komm, da fragen wir mal, was alles die klar. so vorhaben. Los. Auch dein erster Gewerkschaftstag? Ja, ist mein erster Gewerkschaftstag, tatsächlich. Und gibt es irgendein Thema, was dir vielleicht auch im Zusammenhang jetzt mit deinem Beruf bei Mitsubishi, der dir besonders wichtig ist? Uns ist besonders wichtig das Thema Energiewende, weil wir da stark von betroffen sind. Und deshalb ist das so mein Augenmerk. Gerade Energiewende, Transformation natürlich ist immer ganz interessant. Und natürlich auch, dass die Jugend weiter das mitgestalten kann. Okay, ganz cool. Wichtig. Und jetzt heute kommt der Habeck. Das heißt, unser Wirtschafts- und Energie-, also Energie- und Klimaschutzminister. Mhm. Ja. Das heißt, von dem erwartest du jetzt auch was? Oder? Eigentlich eher Grußwörter und vielleicht mal eine hoffentlich positive Zukunft. Okay. Ein paar Sprüche. Die, mal schauen. Die wünschen wir uns alle. Ja. Dank dir. Sven, okay. Mach's gut. Und rein. Unser Motto lautet Zeit für Zukunft. Unser Parlament der Arbeit kommt die nächsten 5 Tage zusammen und gemeinsam stellen wir die Weichen für die Zukunft unserer IG Metall und für die Politik unserer IG Metall. Und alle Mitglieder der IG Metall sind durch euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier vertreten. Jetzt geht's endlich los. Ich freue mich auf spannende und solidarische Debatten. Nehmen wir uns die Zeit für Zukunft. Der 25. Gewerkschaftstag ist eröffnet. Wenn es etwas gibt, was diese Gewerkschaftsbewegung neben dem solidarischen Gedanken ausmacht, dann ist es der immerwährende, fortwährende Glaube daran, dass eine bessere Zukunft möglich ist und dass wir darauf Antworten geben können und dass wir dafür kämpfen, dass wir diese Antworten auch durchsetzen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, erhaltet euch diesen Kampfgeist für eine freie und demokratische Gesellschaft. Jörg Hoffmann, ich weiß nicht, was morgen passiert, oder ich ahne, was morgen passiert, aber ich weiß, dass du in jetzt eine andere Zeitphase eintrittst und ich will hier nicht beginnen, ohne mich ganz herzlich für die 2 Jahre, die wir nun intensiv zusammen verbracht haben, zu bedanken. Bei dir gilt ein Wort, so habe ich es immer geschätzt und mich gefreut, dass es so ist. Und wenn das halbwegs von deiner Seite so gesehen würde, dann würde ich mich freuen. Danke für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank, Jörg. Ich denke an eine Demonstration, die ich in Duisburg sehen durfte oder teilnehmen durfte. Das war die erste Demonstration für die Transformation der Stahlsparte in Duisburg bei ThyssenKrupp. Auf den T-Shirts der IG Metaller, die dort demonstriert haben, stand: Stillstand hat noch nie etwas bewegt. Und so ist es. Gewerkschaft, aus den Gewerken heraus eine starke Gemeinschaft zu gründen, ist eine Antwort gegen Populismus. Und wir sehen es, ich sehe es allüberall. Da, wo es eine betriebliche Organisation gibt, da, wo die Gewerkschaften stark sind, da hat der rechte Populismus einen schwereren Stand. Da sind die Aussagen, die ihn zurückdrängen. Da dringt der Faschismus nicht ein in dieses Land. Zu der Transformation. Ich glaube, dass diese Debatte über Transformation, ja, dieses politische Lateinwort, in Wahrheit eine Kampfaufstellung im Moment beschreibt und in einer Phase, wo der Druck auf die deutsche Wirtschaft so hoch ist, auf die Betriebe, auf die IG Metall-Betriebe, aber auch auf die der anderen Gewerkschaften bis tief in den Mittelstand hinein so groß ist, muss man sich klar machen, dass dieser Kampf
einer ist, der gewonnen werden muss, jedenfalls aus meiner Sicht. Aktuell stehen wir vor den Tarifrunden bei den Beschäftigten der Holz- und Kunststoffindustrie und Stahl. Auch hier steht die Entgeltentwicklung im Vordergrund. Im Stahl findet die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung große öffentliche Beachtung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir hatten in diesem Jahr, zu Beginn dieses Jahres, einen guten Riecher damit, uns offensiv in die Debatte um die Vier-Tage-Woche einzubringen. Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Das ist, das war und wird weiter ein großes Thema für die IG Metall sein. Ja, wir brauchen den Ruf nach klarer Kante. Faschisten, Demokratie und Fremdenfeinde haben keinen Platz in unserer IG Metall. Und weiter gilt, wer hetzt, der fliegt, Kolleginnen und Kollegen. So, das hat jetzt richtig gut getan. Das war eine warme Dusche von unseren Gästen. Jasmin Fahimi, Robert Habeck, die haben uns richtig warme Worte hier gelassen heute. Danach ging es aber gleich weiter. Dann ging es über zum Geschäftsbericht, quasi unsere Zeugnisvergabe, wo geprüft wurde, na, was wurde alles erledigt nach dem letzten Gewerkschaftstag. Und da sind wir gerade rausgekommen aus dem Plenarsaal. Genau, und die gute Nachricht ist, wir können uns richtig sehen lassen. In den letzten 4 Jahren, wir waren fleißig. Ja. Also schaut mal in unserem Geschäftsbericht, über 200 Seiten, da kann man sehr klein gedruckt, kann man nachlesen, was wir alles gemacht haben. Aber das ist heute gewesen und ab morgen wird es Zeit, in die Zukunft zu schauen, oder? Das wird ein spannender Tag, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es wird gewählt. Genau, es wird gewählt und wer gewählt wird und warum gewählt wird, warum wissen wir schon, aber wer gewählt wird, das schauen wir morgen, oder? Genau, aber vorher noch ein Hinweis und zwar schaut gerne mal auf igmetall.de vorbei, wenn ihr noch mehr Infos rund um den Gewerkschaftstag haben wollt. Da sind ganz viele Artikel und Videos und alles Mögliche, was ihr euch noch anschauen könnt. Genau, und wir chillen jetzt hier ein bisschen in dieser Lounge-Area. Ja. Hier gibt es nämlich was zum Essen und Hunger jetzt wir machen jetzt Feierabend. Super, macht's gut. Bis morgen.